Freddy May, der Bundeswehr? Hola May. Ah, das könnte jetzt ein bisschen kritisch sein. Hören Sie mich? May, der lag gerade auf dem Boden, als ich konnte. Ja. Was meinst du mit dem Vogel frei? Weiß ich nicht, das hast du mir angedroht. Ich bin im Krankenhaus aufgewacht, keine Ahnung, wann soll das gewesen sein? Ja, weiß ich nicht. Gestern Nacht irgendwann. Ah. Aber kann auch sein, dass du einfach einen über den Durst getrunken hast und deswegen... Ich trinke keinen Alkohol, das weißt du ganz genau. Ich weiß ja nicht, ob du von irgendeiner Frau da doch überzeugt wurdest, was zu trinken. No, auf gar keinen Fall, Armando. Ich habe mit Frauen nichts zu tun hier in diesem Staat. Ja. So, was willst du jetzt, Armando, von mir? Willst du, dass ich komme und dich töte? Willst du das? Sollte ich das wollen? Mir liegt etwas an meinem Leben, aber wenn du meinst, dass du das versuchen möchtest, dann tu das, ne? Dann also willst du dich mit, also willst du mich mit deiner SMS provozieren? Nee, ich wollte einfach nur fragen, wie es dabei ausschaut. Ob das noch steht oder nicht so. Komm doch hoch zu meinem Anwesen, Armando. Wir reden darüber entspannt. Und dann? Naja, können wir die Sache klären. Probleme. Bin für alles offen. Das Problem ist, wir machen derzeit relativ viel Übung. Deswegen habe ich relativ wenig Zeit. Jungs, komm zurück. Ja, ist mir eigentlich egal. Ja, ich werde es dann ja sehen, ne? Vielleicht kommst du irgendwann mal vorbei, hättest du eine Waffe angekommen. Oder du lässt es. Hermanos. Ihr sollt zurückkommen, nicht um. Haben wir noch einen Terrorstatus? Ja, scheiß drauf. Solange ihr was Weißes dran habt, ist alles in Ordnung. Haben wir einen oder nicht, May? Ob ihr einen Terrorstatus habt? Sie? Natürlich. Oder ich bin doch noch auf dem richtigen Stand, ne? Kali hat immer noch ihren Terrorstatus. Ja, richtig, Herr Bitcoin. Hm. Wo sind Sie gerade, May? Ich? An Sie? Der Dienststelle. Das ist natürlich klar, Manu. Dass wir da nicht hinkommen dürfen, weißt du ja. Aber das ist nur Problem, Armando, wenn du dich versteckst. Wie eine Ratte. Ich bete dir an, zu mir zu kommen. Nicht. Wir reden ganz, ganz... Ohne also ich will nur sagen, wo das beim letzten Mal drauf hinausgelaufen ist, dass du irgendwelche Leute da mit 30, also vier Leute mit 30 Leuten dann halt eben unten im Keller. Hermano, ich habe euch alle wieder gehen lassen. Also erzähl mir keine Scheiße. Ich habe mein Wort gehalten. Okay. Ja, aber auch nur, weil du im Krankenhaus warst, ne? No, Hermano, auf gar keinen Fall. Du bist ein korruptes Stück Scheiße, das wissen wir alle. Ich bin ein korruptes Stück Scheiße. Ja, warst du zumindest, als die Platz dich noch bezahlt haben. Aber jetzt bist du ja ein Pendejo de Mierda und tust einen auf Staatsdiener Number One, Hermano. Hermano, die Platz haben dich bezahlt. Natürlich, Hermano. Und mich hat niemand bezahlt. Doch, das wissen wir beide. Aber nur Problem, Hermano. Also, was willst du mit deiner SMS bezwecken, Hermano? Möchtest du kommen, dass ich dich töte? Dir in die Fresse schieße? Willst du das? Wie gesagt, ich wollte es einfach nur nochmal erfragen, ob der Deal noch steht oder nicht. Hermano, wir haben einen Terrorstatus. Sollte ich dich sehen, werde ich dich zur Seite nehmen und mit dir reden. Ganz in Ruhe, bei einer Tasse Kaffee. Kolumbianischen Kaffee. Stark, aber sehr gut. Ja. Fliegt auch schon mal alle in die Luft. Was sagst damit du? Damit vielleicht direkt losmachen können. Ja, wieso denn nicht, ne? Ja gut, dann komme ich jetzt vorbei, bis gleich. Ja, komm vorbei. Adios. Die drehen. Geht nochmal raus, Mirda, und klingelt wie Hunde los. Wie Hunde wir klingeln. Jetzt schon hier. Wie Hunde Hermanos, verpisst los. Euch raus und klingelt los. Schnell, schnell. Was sagt ihr? Dann erschießen sie auch direkt. No, wieso denn? Wer hat gesagt, ja, dass wir euch töten? Dein Leben nichts wert. Hermano, verpiss dich nach draußen, Mirda, und klingel wie ein Hund, hab ich gesagt, los. Die denken, die können mit jedem so reden, wie die wollen, aber wenn man mit ihnen redet, los, schießt direkt. Kleine Köter, du. Ich höre nichts. Muss das sein, da muss es. Oh, ach so. Leser sind hier. Dann kommen Sie bitte rein, Hermano, folgen Sie mir. Wie klingelt denn ein Hund? Ach, meine verehrten Gäste, herzlich willkommen. Ja, wie klingelt der überhaupt? Der schlechte Film, der heißt Papa Staat, wurde von Kali geklatscht. Hey. Setzt euch hin gegenüber von mir. Alles gut, ich stehe. Hermanos, ihr setzt euch hin. Das war keine Bitte, es war ein Befehl. Von der neuen Staatsgewalt. Und Sie, Kollege? Alles gut, wie gesagt, ich bleib stehen. Und wie gesagt, ich sagte, setz dich hin.
Boden. Und los geht's. Eieiei. Ich glaube, ich bin im falschen Film. No, Armano, hör zu. Du bist im falschen Haus. Und hier bestimmen wir, was hier läuft. Und nicht die Bundeswehr. Ja, neutraler Boden. Wem gehört die Stadt? Hier. Wen? Gehört dem Staat. Wem gehört der Staat? Der Staat. Momentan, Armano. Momentan gehört der Familie Kali-Kartell. Der Herr hat doch schon zugegeben, wem es gehört. Sie haben ein Machtwort gesprochen und er hat sich hingesetzt. Ein Befehl von oben. Vor einiger Zeit. Wenn ich mit einer Pistole bedroht werde, habe ich wohl keine andere Möglichkeit, oder? Das nennt man Herr das Breitenberg. Alles gut. Ach so. Ach so. Ich habe vor ungefähr anderthalb Stunden eine SMS bekommen von Herrn May. Bitcoin. Steht das eigentlich immer noch mit dem Vogel frei? Liebe Grüße, May. Und dann ein wunderschöner Lachsmiley. Kannst du mir mal zeigen, jetzt, wie du lachst? Ich hab dir gesagt, Mirda. Ich hab dir vorhin gesagt, dass wir uns sehen werden heute. Und jetzt ja, sehen wir uns, May. Jetzt sind wir hier. Also meine Forderung. Terrorstatus wird fallen gelassen. Alle Anklagen gegen Kali werden aufgehoben. Und, Was sind wir aber der falsche Ansprechpartner dafür? Wer ist denn der Richtige? Die Justiz, die ihn auch aufgestellt hat. Die Justiz. Gut. Alles klar, rufen Sie die an, die sollen herkommen, jetzt sofort. Ja, ich kann einmal in den Funk gehen und mal gucken, ob ja, der jemand ist. Ja, ne? Ja, mach mal klar. Hey, aber Breitenberg, ich hab mir gerade mal einen Rebull genommen, ne? Die wissen die Probleme, ne? Wie bitte? So, was war jetzt nochmal die Forderung? Die ja, sage ich, wenn die Justiz da ist. Sie haben ja gar nichts zu sagen, May. Ja, sonst kann ich die ja nochmal ansprechen. Ja, ja, die soll mal herkommen. Direkt am Telefon. Die soll mal herkommen. Alles Justiz gut. Für die Bundeswehr kommen. Und wer ist der Rechte überhaupt hier? Wer ist der? Vorbereitet sein wir nicht schön. Irgendwer macht das jetzt. Wer bist du von der Bundeswehr? Leser. Bendejo. Ach, Leser, ach. Was wissen wir über Leser, Breitenberg? Nichts. Wirklich nicht viel. Ich weiß aber über May etwas sehr Interessantes. Mir gestern erst zugeflüstert worden. Ich war schon darauf erpicht, es ihm zu sagen. Mr. Bitcoin, wussten Sie, dass May früher mal ein Gangster war? Ich wusste, dass er... Die Schlampe von dem Platz war, ja. Nein. Vor dem Platz. Kaum einer weiß es. Habe ich immer noch Papagei? Wurde schon der Korruption überführt. Ja, sie. Und wir können es ihm auch jederzeit zur Last legen, aber was anderes. May, kommen Sie mal näher. May. Hörst du schlecht? Ich glaube, er wartet darauf, dass ein Gerardo Sanchez ihn ruft. Hast du Waffen dabei? Oh. Negativ, Herr Bitcoin. Tatsächlich, ja, ich war bei den Ballers und jetzt? Das wissen ist wir auch. Ist ein Herr Bauer aktuell im Dienst. Und deswegen bin ich jetzt korrupt. Die Ballers. Nein. Du warst wegen ganz anderem korrupt. Verarsch uns nicht. Wenn wir schon alles über die Ballers-Zeit wissen, dann wissen Sie auch, was wir alles wissen, was danach passiert ist, mein Freund. Was ist denn danach passiert? Und wie ist das jetzt eigentlich? Wie viele Vier-Sterne generell gibt es? 3. Und wer von euch möchte aufsteigen? Wer ist aktuell der Höchstrangige im Dienst bei euch? Herr May? Das ist der May. Warum verstummen Sie so? Haben wir da Informationen, die sonst keiner haben kann? Wieso aufsteigen? Man kann nicht mehr aufsteigen. Sicher? Mhm. Aber Breitenberg, die Geisel muss auf die Toilette. Der höchste ist Generalinspektor Hort. Informationen, wir sind hier im Continental Hotel. Mhm. Danach kommt May und Sentenza und danach kommt Leser. Die wollen, dass der Terrorstatus höher als Generalleutnant kann man nicht sein. Jemand hier von außer man sitzt als Verteidigungsminister im... Warte mal, Leser ist der Höchste? Nein. Hort ist der Höchste als Generalinspekteur. Danach kommt May und Sentenza als Vier-Sterne-General und danach kommt Leser als Generalleutnant. Ach so, also Leser ist noch so im unteren Bereich, so Fußvolk oder so. Nee. Ja, was Leser ist ja, Generalität. Ich habe das einmal so durchgegeben, wie sie das wollten. Jetzt warten wir einfach ab. Also,
Nur um das mal zusammenzufassen. Ihr, die Generäle, ihr wisst nicht, was nach einem 4-Sterne-General kommt oder kommen wird? Danach kommt nichts mehr. Sicher? Ja. Wenn in 2 Wochen eine neue Position über euren Köpfen auftaucht, dann wisst ihr, dass wir die Finger im Spiel haben. Und dann wisst ihr auch, wie schlecht ihr eigentlich seid. Dass ihr nur Puppen seid. Weil der höchste ist Hort. Gut. Als Generalinspektor. Ist er derzeitig auch noch nicht. Ist er noch nicht. Herr Bitcoin, Sie hatten mich eben gefragt nach Waffen. Entschuldigen Sie, ich war gerade beschäftigt mit Funken. Nein, ich habe keine Waffen dabei. Ihr habt keinen Schlagstock, kein Messer, kein nichts dabei? Okay, gut, hört zu. Ich möchte von der Bundeswehr meinen Schlagring haben. Wir haben keinen Schlagring von Ihnen. Doch, habt ihr. Nein, haben wir nicht. Hören Sie mir ganz genau zu, bevor du Nein sagst, du Stück Scheiße, Mia. Herr Bitcoin, ich erzähle Ihnen jetzt mal was. Ich war gestern derjenige, der Ihnen einen schweren Revolver abgenommen hat. Dieser liegt auch in der Asservatenkammer. Ansonsten haben wir Ihnen nichts abgenommen. Hör mir zu, habe ich gesagt. Ich rede nicht von gestern. Ich rede von vor fast einer Woche. Dort bin ich in die Zelle gesperrt worden. Mir wurden meine Rechte nicht vorgelesen. Allerdings wurden mir mein Schlagring, schwere 50er und Pistola weggenommen. Ah, war das unten, wo wir beide zusammengelegt wurden? Genau richtig. Polizei. Ja, der ist mit weg. Also. Lag mit in der Asservatenkammer. Und unsere Asservatenkammer wurde auf null leer gemacht. Wann? Da war schon. Wann? Seit wann wurde sie leer gemacht? Ja, jetzt, wo das Ganze mit den neuen Bestimmungen des Waffengesetzes. Das war danach, Mann. Das war danach. Mm-mm. Doch. Danach kann es nicht gewesen sein, weil wir gesagt... Hermano, das war nicht danach, stimmt. Ja. Gut, ist mir scheißegal, ich will trotzdem 3 Pistolas und einen Schlagring von euch. Ist nicht mein Problem, Hermano. Und ich will, dass Ammunition auf Lebenszeit schließt. Okay, wir müssen die Justiz besprechen, ne? Ja. Ach so, die Justiz leitet die Ammunition, ist das richtig? Er ist eine staatliche Fraktion, natürlich. Die gehört nicht zu uns. Die Justiz leitet das Ammunition. Nein, sie leitet es nicht, aber... Sie verwaltet es. Richtig. Wer ist derjenige, der im Ammunition arbeitet? Mit den hellen weißen Haaren? G? Also ich kenne den Herrn nicht persönlich. Und jetzt eine ehrliche Frage. Antworten Sie bitte wirklich ehrlich. Was halten Sie davon, dass ein staatliches Ammunition immer wieder Lost und Platz beauftragt hat, es zu schützen, ihnen dann allen Waffenscheine ohne Ende ausgehändigt hat und Pistolen, sogar 100 Pistolen, zur Verfügung gestellt hat, nachdem niemand mehr Pistolen hatte. Ammunition kann keine Waffenscheine aushändigen. Nein. Ja. Seit wann? Derjenige, der das gemacht hat, war... wie heißt der Pendecher nochmal breiter? Holgersen und Stahl. Die haben die rausgegeben wie sonst nichts anderes. Nö, Stahl hat da niemanden von denen irgendwas ausgeteilt. Aber Stahl ist im Urlaub. Gehen Sie nicht davon aus, dass unsere Informationen falsch sind, die sind schon mehrfach bestätigt. Breitenberg, sagen Sie uns einfach Ihre Meinung. Ja, Mirda, ich rede doch nicht von vor jetzt einen Tag, Mirda. Sind die dämlich, Mr. Ja, Hermano, die denken nur an... Sprechen die kein Deutsch? Das meine ich ja. Deswegen sage ich ja, die sollen die Fresse halten, wenn wir reden, Mirda. Die denken, Gott, unsere Informationen beschränken sich auf 2 Tage. Wir planen das Ganze hier schon Monate, Hermano, wo ihr geschlafen habt. Auf teilweise 2 Personen. Was sagst du? Aber gefühlt auf Quellen von 2 Personen. Nein. Welche denn? Sag sie mir. Okay, 2 Personen. Wer sind die? Holgersen und Stahl haben sie eben selbst gesagt. Das sind meine Informationen, dass ich das von denen habe, ihr Idioten, ihr Esel. Ja, gut, aber wenn man die Person ein wenig länger kennt, dann weiß man auch, was sie tun. Was heißt das? Sie sind bei der Bundeswehr, also reden Sie jetzt schlecht über die. Nein, sag ich nicht. Dann auch sagen, dass wir dumm sind. Hören Sie. Unsere Informationsquellen sind sicher. Daher wussten wir auch schon, dass ein Terrorstatus überhaupt eingeführt wird, dass ein Gesetz verabschiedet wird. Wir wussten doch schon alles vorher und das wisst ihr. Wir stellen die Informationsquellen jetzt nicht in Frage. Es wurde schon mehrfach bestätigt. Mehrfach. So, Waffenscheine wurden in Massen ausgehändigt, Rabatte wurden ausgesprochen und zuletzt wurden sogar noch 100 Pistolen rausgegeben. Für 200.000 das Stück. Mhm. Was haltet ihr davon? Dass Lost und Platz so bevorzugt werden? Dass sie Kontakte in der Regierung haben? Dass sie an Pistolen drankommt, wenn es kein anderer tut. Also ich sag's Ihnen mal so. Für die Beschützung von Ammunition sollten keine Gangs dafür beauftragt werden, sondern die staatliche Fraktion, die Polizei oder Bundeswehr. Danke. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Was mit den Pistolen auf sich hat, die rausgegeben wurden, zu welchen Preisen auch immer, können wir leider nichts sagen, weil wir davon nichts wissen.
Aber wir sind uns einig, ne? Eine Rocker-Gang und eine normale Platz-Gang, die sollten nicht das tun, was der Staat tun muss und eine Ammunition beschützen. Das ist schon mal Punkt 1. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber wenn ich mal das wenn Lost MC und Blatz ja so bevorzugt werden, warum, wenn ich schaue, sind eigentlich alle Namen, die von Blatz und Lost MC sind, ist überall der Waffenschein einkassiert? Mittlerweile, wissen Sie warum? Weil wir einen Monat dem Staat den Arsch aufgerissen haben, damit sie einkassiert werden. Widerwillig wurden sie einkassiert. Ihr denkt, ihr trefft eure Entscheidung alleine, Hermano. Dabei haben wir euch in die richtige Richtung getreten. Ja? Na klar. Ihr sitzt hier auf unserer Couch. Ich entscheide über euer Leben oder über euer Tod. Also halt deine Fresse, du Stück Scheiße. Du bist nichts weiter als ein Stück Dreck, Mirna. Wenn das so ist. Sie brauchen die Informationen, die wir Ihnen geben, nicht anzweifeln. Fragen Sie Hort. Fragen Sie Ritter. Fragen Sie Aal. Fragen Sie alle anderen. Brooks. Wen immer Sie auch wollen. Sie werden überall Gehör finden und Bestätigungen finden. Wichtig ist, es wurden auch Waffenscheine ausgehändigt und wir mussten gegen diese Waffenscheine vorgehen. Es wurden Lost und Blatz beauftragt, was extremst fragwürdig ist. Und es wurden auch zuletzt wieder 100 Pistolen rausgegeben, was auch extremst fragwürdig ist. Und ich wollte nur eure ehrliche Meinung wissen. Was haben wir mit der ganzen Sache zu tun? Ja, ja, ihr habt nie was mit irgendwas zu tun. Ihr habt noch nie hier was gemacht in diesem Staat. Weder Gutes noch Schlechtes. Erklären Sie uns doch mal bitte, was wir damit zu tun haben, dass die Waffen rausgegeben wurden. Ich kann es Ihnen sagen. Wenn wir selbst nur die Mindestanzahl in unserer Waffenkammer haben, erklären Sie mir das. Ich kann es Ihnen sagen. Ganz einfach. Sieht ein Mann dabei zu, wie ein anderer Unrechtes tut, dann ist ein Mann dazu verpflichtet, gegen das Unrecht zu agieren, besonders wenn er eine Uniform trägt. Was ihr aber alle macht, und das macht euch zu Mittätern, ist es, die Augen zu verschließen. Warum die Augen verschließen, wenn wir darüber nicht Bescheid wussten? Ihr wusstet Bescheid. Ihr wusstet nicht über so eine große Sache Bescheid. Was gesagt hat. Okay, Hermano, dann habe ich eine Frage an euch. Wieso werden wir von euren Leuten angeschossen, während ich komme und versuche, Mast zu retten? Mir wurde von Rocky aus dem Gefängnis bestätigt gestern, dass ich diese Geschichte erklärt habe. Und Mast hat sogar gesagt, Herr Bitcoin, Sie sagen die Wahrheit, Sie haben nicht gelogen, Sie wollten mich retten und wurden von unseren Leuten angeschossen und dann haben erst Ihre Leute zurückgeschossen. Wieso habt ihr mich nicht rausgelassen, ihr widerlichen, ekelhaften, dreckigen Leute? So, Mr. Bitcoin, wir kamen an der Dienststelle an von einer Übung. In diesem Moment... Hey, Pendejo! Hey! Setz dich schön wieder hin. Willst du mich verarschen, Mierda? Wer hat dir erlaubt aufzustehen, Pendejo, die Mierda? Kommst du jetzt nicht hin, Morningstar. Alles gut. Setz dich hin, Mierda, los! Ja, ja, alles gut. Hey Mann, was denkst du eigentlich, wer du bist, du Stück Scheiße? Ciao, ciao, Morningstar. Ich liebe May einfach. Steh noch einmal auf und ich schieß dir in den Kopf, du Stück Scheiße. Ramirez? Der ist leider tot jetzt. Und das ist die Schuld von May. Du hast gerade deinen Mann geopfert. Und wenn du noch einmal so eine Show abziehst, Hermano, schieße ich den anderen auch in die Fresse. Hast du verstanden? Ja, ich würde nur sagen, ansonsten ist halt eben einfach nur so, dass die Bundeswehr hier mit anrückt, ne? Ne? Also die Polizei. Wollt ihr meine Pistole in deinen Arsch schieben? Mr. Bitcoin. Diese Menschen verschließen die Augen davor, dass Blatz und Lost einfach mal alles bekommen, was sie wollen. Sie lutschen diese Schwänze so tief im Rachen, das ist unglaublich. Und sie wollen sich mit sich reden lassen. Achso, ich sag euch ehrlich, wir reden doch gerade mit euch. Der Einzige, der hier kooperiert hat, ist Ramirez. Und der ist nur Mierda in die Fresse geschossen werden wegen dieses Stück Scheiße, Mierda. Weil er denkt, er ist hier der Held der Nation. Du bist ein Stück Dreck, Mierda. Du hast mir geschrieben, gilt das vogelfrei noch? Sieh, was jetzt, Hermano? Du bist vogelfrei. Was willst du jetzt tun, ha? Was willst du jetzt tun, du Stück Scheiße? Was willst du tun, Mierda, was? Ich spiele mit den Gedanken, Mierda, sie zu häuten. Die machen mich sehr aggressiv, Mierda. Gerade dieser May. May, warum ist Ramirez tot? Warum? Weil du so dickköpfig bist? Weil ihn erschossen hat. Okay, warum? Das weiß ich nicht. Aufgrund deiner Fahrlässigkeit, verarsch mich nicht, May! Und diese Art meine ich, Mierda! Genau diese Art meine ich. May, Sie wollen doch, dass Gerechtigkeit obsiegt, oder nicht? Als die Blatz das Justizgebäude gestürmt haben, wollte keiner handeln. Wussten Sie das? Ganz kurz, Bitcoin. Darf ich die andere... Niemand. Ich würde dann aber gerne mal wissen, in welcher Art handelt die Bundeswehr nicht fair gegenüber euch und allen anderen Organisationen? Was war denn? Wie oft hat mich Bitcoin angerufen und gesagt, komm doch zu unserem Anwesen? Und durchsuch mal den Platz und nimm denen die Waffen ab. Was hab ich gemacht? Entweder euch allen die Waffen abgenommen und denen oder gar keinem.
Hör mal zu. Ja, nicht zu, mein Freund. Hör mir zu, du Stück Scheiße. Ich kann's nur wieder sagen. Wir hatten eine Abmachung mit Hort und der Polizei damals. Dass wir euch helfen, dass die Langwaffen weniger am Starte werden. Über den Weg, dass wir... Klar, wir benutzen Langwaffen. Wir haben auch die scheiß rote Mir da. Wir stellen Waffen her. Und jetzt, was wollt ihr jetzt tun dagegen? Wir helfen euch, die Langwaffen weniger zu machen, Mir. Dafür brauchen wir Langwaffen, um gegen sie zu kämpfen. Das Hermano. Hat aber nicht so viel gebracht, wenn ihr weiterhin das Waffen verkauft. Und mir wurde mehrfach bestätigt von allen möglichen. Wir haben an niemanden Waffen verkauft. Mir wurde von allen möglichen Organisationen gesagt, dass die Kalis für 2 Millionen Karabiner verkaufen. Dann hör mir zu. An. Genau. Damit doch niemand bei uns kauft. Verstehst du es nicht, May? Verstehst du es nicht, Mirda? Und das ist das, warum du bei der Bundeswehr bist. Ich setz mich mal zwischen euch, Turteltäubchen. Ich weiß, was May braucht, Mr. Bitcoin. Ein Jahresabschluss des Kali-Kartells. Verkaufte alles Waffen, gut, Umsatz, Rendite. Hermano, wir haben vielleicht maximal in der ganzen Zeit 15 Langwaffen verkauft. In der kompletten Zeit. Was, Joch? Bringt aber nichts, wenn ihr Waffen aus dem Umlauf nehmt oder aus dem Umlauf nehmen wollt. Und gleichzeitig auch wieder neue in Umlauf bringen. Hör mal zu, Mirda! Wir haben doch gesagt, ihr sollt sie beschlagnahmen, verbrennt sie, macht sie kaputt, wir wollen sie nicht! Verstehst du es nicht? Ja, bitte. Bei der letzten Razzia, wo wir oben bei ihnen hatten, haben sie uns noch ins Gesicht mit Breitenbier gesagt, dass sie die restlichen Langwaffen am Würfelpark verschenkt haben. Ja, das stimmt. Das widerspricht sich. Richtig, wissen Sie wann? Ein Tag, bevor angeblich alle Waffen verschwinden sollten. Genau richtig. Und da wurden wir angelogen. Raten Sie mal, welche Familie dann 2 Wochen gefühlt ohne Waffen rumgelaufen ist. Wer? Gefühlt ohne Waffen. Trotzdem richtig. Hatte jeder von Ihnen dauerhaft eine Langwaffe dabei. Ja, eine, natürlich. Das war's. Und Bestände komplett auf. Und gerade sagen Sie ohne Waffen. Du bist wirklich dumm. Kein Wunder, dass er nur ein 4-Sterne-General ist, Hermano. Mei, du kleiner Pendejo, bist noch einmal frisch, ich schieb die nächste Geisel. Wenn das Kali-Kartell 2 Wochen lang mit jeweils nur einer Langwaffe rumläuft, nichts produziert wird, ich bitte Sie. Ich bitte Sie. Mei, wir wissen doch alle, dass in Ihnen ein Blatt steckt. Wir wissen doch, welchen Schwanz Sie im Rachen haben. Ich komm grad nicht klar, warte. Und Sie stinken nach Rockern. Wir wissen doch, woher Sie kommen. Ist doch in Ordnung. Aber da muss ich aufstehen. Aber reden Sie doch bitte wie ein Mensch. Und nicht wie ein Hündchen, was nur irgendwelche gelernt hat. Können Sie nur 1-2 Sätze aussprechen oder sind Sie dazu imstande, einen Dialog zu führen? Nehmen Sie Informationen auf? Nehmen Sie überhaupt Informationen auf? Sei ein Leiserin oder ich schieße dir in den Kopf. May. Ich nehme Informationen auf, ja, aber okay. Ich habe dich genauso behandelt wie die Lost MC, genauso wie die Bloods. No, hast du nicht. Laser! Ja. Was mein? Nimm mir mal meine Maske ab. Oh, sehr zuvorkommend. Lässt sich viel besser atmen. Die Armen, Digga. Dürfte ich kurz durchfunken? Ja, natürlich. Also nochmal zur Info, wir sind hier im Gewahrsam im Continental. Es wird nicht angefahren von der Bundeswehr. Die Justiz soll bitte vorbeikommen, um das zu regeln mit dem Terrorstatus. Sollte hier eine weitere Person anfahren, ohne unsere Zustimmung, stirbt eine weitere Geisel. Ich bin mir aber unsicher, wie viele Leute wirklich von der Justiz damit zustimmen müssen, dass das Ganze überhaupt verkürzt werden kann oder beziehungsweise aufgehoben werden kann beim Terrorstatus. Eine Person reicht aus, um einen Terrorstatus zu beenden. Hola Brian, der Bundeskanzler, wie komme ich zu der Ehre? Ich habe eben einen Anruf bekommen und die Information bekommen, dass sie wohl ein paar, oder das Kali-Kartell wohl ein paar Bundeswehrler als Geisel hält, ist das richtig? Ja, ein paar Bundeswehrler haben wir als Geisel, genau. Keine wichtigen, aber es sind, ich glaube, von der Bundeswehr. Mann, von Bundeswehr oder Pfadfinder, von wem wart ihr nochmal gleich? Oder? May? Leser? Antwortet mir, Hermanus, bitte. Wie bitte? Seid ihr von den Bundeswehr oder Pfadfinder? Ich weiß, wer die sind, okay. In der Bundeswehr. So wie ihr es ja gerade ausdrückt, bin ich ja im Blatt angeblich. Dann erzählen Sie mir noch, was passiert ist. Ich hab was gehört, dass Sie einen Terrorstatus haben. Ja, Hermano, ich würde dich sogar eher einladen, hierher zu kommen, Brian. Weil du Handy wegpacken oder Herzgeisel? Hermano, willst du mich verarschen? Wo machst du denn Handy an? Ich hab ein bisschen Angst, dass du mich auch als Geisel nehmen. No, Hermano, ich kann dir auf jeden Fall versichern, egal was hier passiert, hallo. Du kommst hier lebend raus. Ich hab die ganze Zeit angerufen. Du mit den Dreadlocks, warum hast du gerade ein Handy an? Ja, ich komm 5 Minuten. Wie gesagt, ich werde die ganze Zeit anrufen. Er redet nicht mit dir, ich rede mit dir. Dann leg jetzt dein Handy aus der Hand. Ja, ich werde dafür sorgen, dass sie abgeholt werden. Am Krankenhaus? Weg damit, los. Genau, Krankenhaus bin ich. Adios. Jo. May
oder Laser, schickt mal irgendeinen von euren Laufburschen zum Krankenhaus. Die sollen Brian abbauen und den Bundeskanzler herbringen. Punkt durch. Würde ich gerne. Ich bin schon noch gerade angerufen. Meyer, Mano, zieh mir mal meine Schuhe aus. An einer von den Bundeswehrsoldaten bitte ans Krankenhaus Justiz fahren, den Herrn Brooks abholen und ans Continental bringen und sich dann sofort wieder von ihr entfernen. Gracias. Guten Tag, die Herren. Hola. Du hörst mir jetzt genau zu, May. Mierda, May, nimm dein scheiß Handy weg, du Stück Dreck, du. Ja, ich werde doch wirklich, Alter. Ich werde die ganze Zeit angerufen von Leuten. Wirklich? Handy weg, Mann. Guck mal. Okay, warte. Alles gut, alles gut. Alles gut, Mann. Sehen wir über dieses Wort. Von mir aus nehmt ihr auch das Handy ab. Ich habe dann trotzdem ein Plastik-Handy in der Hand, wenn ich angerufen werde. Hör zu. Setz dich hin, Laser. May, ich sag dir, seit wann du mich hast. An dem Tag, als ich mit der kompletten Polizei, Bundeswehr und Justiz gemeinsam einen Plan geschmiedet habe gegen die Bloods und die Losts. Ab diesem Tag, du warst nächsten Tag, hast du uns schon verraten. Nächsten Tag hast du uns schon verraten, Armano. Zusammen, gemeinsam mit McIntosh, diesen ekelhaften, widerlichen Mann ohne Ehre. Seit dem Tag, Mirda. Du sagst zu mir, mit Cardano konnte man immer besser reden, Mirda, no problema, dann verpiss dich. Ich will gar nicht mit dir reden, du kommst zu mir, provozierst mich. Da, du kannst wieder gehen. Was machst du hier? Warte mal, wer bist du? Warte. Ich werde dich hinsetzen. Wie ist dein Name? Lucifer Morningstar. Warst du gestern in der Zelle mit mir? Kann durchaus möglich sein, ja. Hör zu, du Stück Scheiße, mir wurde das erzählt. Warst du der Müllmann gestern in der Zelle? Nee, Müllmann war ich nicht. Du warst es. Zieh dich aus, Mirda, sofort, setz dich im Boxershorts hier hin. Andale. Jetzt muss ich gerade sagen, Mr. Bitcoin, May war doch dabei, als wir versucht haben, mit Worten die Stadt zu lenken. Nur mit Worten! Ja, also, wie gesagt, ich bin nicht mit dabei. Jetzt zwingt ihr mir auf. Zieh dich sofort aus. Nein, wir haben einfach nur gegeißelt jetzt, weil wir einen Terrorstatus haben, mein Freund. Das wissen Sie. Besser gesagt, sagt zu mir dann, dass ich mich gegen euch gestellt habe, beziehungsweise gegen alle, die da mit bei waren, und mit McIntosh zusammen irgendwie euch oder den Plan da verraten habe. Ich hatte damit nichts, rein gar nichts zu tun. Ich war die gesamte Zeit danach mit, wie heißt denn er jetzt? Der andere Bundeskanzler, ich komme gerade nicht auf den Namen. war ich zusammen unterwegs in einem Auto. Genau, mit Pratt war ich die gesamte Zeit danach unterwegs. Ich hatte mit dem gesamten Scheiß nichts zu tun. Aber trotzdem, wieso sollten wir einer Organisation helfen, immer stärker zu werden, wenn sie selber anscheinend dann nicht gegen die anderen Organisationen geschafft haben? Oder weswegen wolltet ihr unbedingt unsere Hilfe in dem Falle gegen die Wir wollten eure Hilfe! Breitenberg, ich töte hier gleich jeden Einzelnen, der sagt, wir wollten seine Hilfe! Warten Sie. Meinen Sie, die Blood und Lost, die sich nicht trauen, gegen uns zu schießen, die 15 Mal eine Klatsche hintereinander kassiert haben, die aus der Stadt vertrieben wurden, die uns sogar schreiben, Leute, wir verlassen die Stadt, wir haben keine Lust mehr, um Lügen und Fitner betreiben, bis nach Europa? Ich sag's so, wie es ist. Wir wurden von Medizinern zu Schießereien dazu geholt, wo die Blood auf die Mediziner geschossen haben, genauso wie ihr auf die Mediziner geschossen haben sollt. Und in dem einen Fall lagen halt eben alle Blatts und in dem anderen Fall lagen... Warte ganz kurz, halt mal die Fresse. Laser, kannst du ihn zurückschicken? Der muss hier nicht rumliegen. Positiv. Das ja, mach das mal. Warten Sie. Also Sie glauben tatsächlich... Das ist wieder dieses Blatts-Fanboy in Ihnen. Ja, Sie ja. glauben tatsächlich, dass, ja, ja. Dass wir keine Chance gegen die Blatts hatten. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gerade gesagt, oder dass es auch so nur annähernd ausgeglichen war. Das glauben Sie. Ich sage es so, in manchen Schießereien, Achtung, da lag die gesamte Person in braunen Hosen, das andere Mal die in roten Hosen. In manchen Schießereien, wir haben, seitdem die Sniper-Gewehre weg sind, 22 Mal gegeneinander geschossen, ja, und 20 Mal davon hardcore penetriert. Also solche Niederlagen habt ihr noch nie gesehen. So schlimm war es. Ja, aber wenn wir das Ganze nicht mitbekommen, woher soll brauchen ich Sie dann, nicht, aber warum... Soll ich mir das aus den Fingern saugen? Aber warum hauen Sie denn Ihr Fanboy-Gehabe jetzt hier wieder raus? Wieso wenn denn Fanboy-Gehabe? Wenn Sie es nicht mitgekriegt haben. Mano, kratz mir mal hinten am Kopf. Wo es die gesamten Sniper und so noch gab.
Kratz im Kopf. Ah, wo es die Sniper noch gab. Ach so. Da, ja, genau da. Wir öfters bisschen Dollar. Eurem Anwesen gerufen, ja, und sonst wohin. Ach so. Ach, da hast du, wenn ich mal ganz kurz unterbrechen darf. Ja, ja. Was ist denn jetzt eigentlich gerade das Thema? Das Thema ist, dass May ein Fanboy gut, der Platz reicht. Ist und dass er sich die ganze Zeit outet und wir hören uns zu, was er sagt. Oh, jetzt wird's gefährlich. Okay. Genau, Herr Bubs, einfach nur also, zuhören. Wie ich bin anscheinend ist. Kompletter Fanboy der Blatz. Ich bin komplett parteiisch, bin nur für Lost MC und Blatz. Warst du schon immer? Warst du schon immer? Dein Herz schlägt einfach nach denen. Es ist nur Problem, Armano. Es ist kein Problem. Ich hab da nichts gegen. Aber sag nicht zu mir, man kann nicht mit mir reden, Armanos. Ich hab euch letztes Mal zu viert. Ich hatte alle Generäle bei mir. Ramirez, dich, alle anderen. Ich hab euch gehen lassen. Ich hab euch öfters gehen lassen, May. Du tust zu mir, als ob wir jedes Mal, wenn wir euch gesehen haben, haben wir euch niedergeschossen. Das ist eine Lüge und das weißt du ganz genau. Zwing mir hier keine Sachen auf, die wir nie getan haben, Armano. Breitenberg geht... mir hier gerade Sachen auf. Halt die Fresse. Breitenberg geht zu Justizmirda, redet mehr als ein Staatsanwalt dort. Und ihr sagt uns, wir schießen Mirda. Wissen Sie, warum uns die Justiz so sehr liebt? Weil wir mit denen reden. Weil wir sie einbinden. Weil wir ihnen Respekt zollen. Brooks! Oder was haben Sie für ein Gefühl? Sagen Sie offen und frei Ihre Meinung. Gegenüber des KI-Kartells tatsächlich... habe ich mich schon immer sehr gut mit Herr Bitcoin verstanden, mit Mr. Bitcoin. Mit Herr Breitenberg hatte ich letztens eine kleine Auseinandersetzung, aber das haben wir auch wieder ganz gut lösen können. Ich weiß, dass... mit Schüssen oder Worten, Brian? Wurde jemals vom Kali-Kartell auf die Justiz richtig geschossen oder hatte man die Absicht, der Justiz irgendwie mit Gewalt zu schaden? Jemals? Bisher noch nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Also nicht in meiner Amtszeit. Und hat jemals irgendeine Familie zuvor die Justiz so sehr eingebunden wie das Kali-Kartell? Auch nicht, tatsächlich. Merken Sie, das war eine neutrale Meinung, weil sie auf Fakten, Wahrheiten basiert. Sie, May, Sie argumentieren genauso, als würde Mujo aus Ihnen sprechen. Und Frank in den Arsch stecken. Ach so, und ich Kulo. Also ganz kurz, um das ein bisschen zu beschleunigen. Ich sehe es richtig. Also, nee, ich will erstmal wissen, warum hat das Kali-Kartell einen Terrorstatus bekommen, während ich nicht da war. Ist in Ordnung. Ist gerechtfertigt. Wir haben gegen den Staat geschossen. Lustig ist, dass Blatt vorher in Terrorstatus zwei oder drei Wochen ausweichen konnte. Breitenberg, Hermano, hör zu. Ich sag dir jetzt, wie wir den Terrorstatus bekommen haben. Möchtest du das wissen, Brian? Ja, bitte. Ich habe gestern einen Anruf bekommen von Herrn Mast. Hallo, Mr. Bitcoin. Genauso, Mirla, mit der Scheißstimme. Ich sag hola. Er sagt, ich habe ein Problem, ich werde momentan angeschossen, sind das Ihre Leute? Ich sag, no, sind nicht meine Leute, wo sind sie? Er sagte, ich bin vor dem Polizeirevier. Ich sagte, okay, ich komme mit Helikopter und hol dich da ab. Wir fliegen hin, landen vor seinen Augen, Mirra. Auf ihn wird geschossen, von mehreren Seiten, von einer anderen Fraktion. Und dann wird auf meine Leute von der Bundeswehr und Polizei geschossen. Dann haben meine Leute das Feuer erwidert, wir sind weggeflogen, wollten es dabei belassen. Daraufhin wurde ein zweiter Heli, der mit uns war, der nicht geschossen hat, vom Himmel runtergeholt und vier meiner Leute sind zu Boden gegangen. Und dann haben wir geschossen gegen die scheiß Bundeswehr Mirda. So war das. Und das habe ich erklärt, aber mir hat keiner zu. Nee, warum habt ihr aufs Kali-Kartell geschossen? Negativ haben wir nicht. Tatsächlich weiß ich das nicht. Wir waren in einer Übung, wurden dann mehrfach nur von der Polizei angefunkt, dass wir dazukommen sollen. Und sobald wir in der Stadt waren, wurde auch direkt auf alle von uns... Moment, Lightcoin, es war vorgespult. Stimmt, was May sagt? Wir waren am Mount Chiliad. Ich stand oben drauf, der Rest kam vom Hotel oder Motel aus hochgelaufen, weil wir eine Durchschlagsübung gemacht haben. Und dann kamen wir hier an und in der Stadt wurde sofort der Beschuss... von Leuten aus Kali-Helikoptern und so weiter und auch Oktagramm und ich weiß nicht, wer noch mit dabei war. Ich glaube, Artesh wurde auf uns direkt eröffnet. Ich kann dann nicht Moment, hört zu. Von uns aus, zu, Hermano. Dass wir nichts gemacht haben, also wir dass wir das Gesamte angefangen haben. Okay. Hör zu, ich kann dir genau sagen, wie das passiert ist. Die Polizei hat ja das Feuer auf uns erwidert, weil das ja vom PD waren. Die haben aus deren Fenstern rausgeschossen. Loco, wir haben schon aus deren Fenstern rausgeschossen. Also. Und dann wurde das Feuer natürlich erwidert. Die Bundeswehr kam dazu und hat natürlich mitgeschossen auf uns. Später, der Erste, der das Feuer eröffnet hat, war die Polizei gegen uns. Das ist richtig. Allerdings, als ich später in der Zelle war, sagte mir Rocky, sie sind auf nichts eingegangen. Mast hat alles bestätigt, was ich gesagt habe. Er soll sogar zu mir gesagt haben, Mr. Bitcoin, Sie haben 100% recht. Ich kann diese Geschichte bestätigen. Sie waren da, um mir zu helfen. Und dann sagte Mast... in irgendeinem Wortlaut, ich weiß nicht mehr in welchem, wie gesagt, Rocky hat es mir erzählt, er sagte ja, Sie, Mr. Bitcoin, ich kann leider nichts machen, ich habe meinen Teil gemacht, ich weiß, Sie haben die Wahrheit gesagt, aber ich kann nichts machen. Und Sentenza sagte dann irgendwas wie, Mr. Bitcoin,
Sie haben keine Chance. Hermano, das so ist das, Hermano. Machtgehabe ist das. Das war's, Hermano. Ja, und was ist das hier? Das ist so theoretisch gerade nichts anderes, oder? Ein bisschen stilvoller finde ich es hier schon. Ja, sie ist stilvoll, Glatthers. Ich glaube, sie hat zwei Probleme. Einmal ist da wirklich ein ernstes Problem zwischen Ihnen und Herrn May. Und ja. Auf der anderen Seite ist das andere Problem, glaube ich, einfach der Terrorstatus. Ja. Jetzt ist die Frage, wie wir Problem Nummer 1 lösen können. Ich glaube, Herr May, wie ich ihn kennengelernt habe, er ist kein schlechter Mensch. Genauso wenig wie wir. Natürlich hat man Fehler gemacht und macht man auch Fehler, aber im Endeffekt muss man auch öfters mal was Schlechtes tun, um was Gutes zu erreichen. Und somit würde ich einfach, also das war schon immer meine Art und Weise und ich stehe immer noch zu dieser Art, würde ich einfach versuchen, dass man Lösungen findet und nicht, sage ich mal, die ganze Zeit aufeinander rumhackt, weil damit kommen wir nicht voran. Sie haben die Problemquelle gar nicht verstanden. Sie haben jetzt über zwei Symptome gesprochen. May war noch nie ein Problem. Auch der Terrorstatus ist kein Problem. Das Problem ist immer noch das Ammunition. Und selbst das Ammunition ist ein Symptom. Das Problem ist das Parteiergreifen, das so viele Bloods und Lost bevorzugen. Und das stört die gesamte Stadt. Ich habe eine Frage. Es sind 5 Großfamilien, die keine Lust mehr drauf haben. Sie, 100.000% korrekt. Wie sieht das aus, Romano? Wie viel Geld wollt ihr haben? Für das Ammunition, ich will es kaufen. Das ist unbezahlbar. Das ist tatsächlich. Ey, Schnauze, ich frag dich nicht mehr. Du hast doch damit gar nichts zu tun. Du bist doch nicht die Justiz, Hermano. Du bist einfach nur eine Marionette, Hermano. Jetzt sagt er, es ist unbezahlbar, aber wenn es darum geht. Aber vorhin haben wir ihn gefragt, was mit dem Ammunition ist. Dann sagt er, er hat damit nichts zu tun, oder nicht? Also willst du mich jetzt wieder provozieren, Hermano? Ich kenne einfach nur Sven Holgersen und ich weiß, dass er das Ding niemals abgeben wird. Sven Holgersen, Hermano. Den pisse ich in die Fresse mir, dann macht er. Tatsächlich habe ich gar nicht so einen großen Einfluss drauf. Das ist wahr. Ich glaube, soweit ich weiß, ist die Ammunition noch halb verstaatlicht, also halb Unternehmen, halb staatlich. Und selbst wenn ich jetzt sagen wollen würde, ich will ihnen die verkaufen, dann dürfte ich es gar nicht, weil es gegen meinen Glauben spricht. Okay. Mal so. Was für ein Glauben hast du? Aber wissen Sie auch, gegen, was gegen ihr... die Dortmunder Bibel. Ja, ja, ich verstehe schon, worauf aber er ist. Er spricht doch auch aber gegen ihren Glauben, ein Ammunition da stehen zu lassen, welches offensichtlich korrupt ist. Sie wissen von der Korruption im Ammunition, vom Fehlverhalten und müssen dagegen agieren. Ich habe das mitbekommen, ja, und ich werde auch auf jeden Fall meine Konsequenzen draus ziehen müssen. Ich habe da aber auch schon meine Konsequenzen draus gezogen und ich kann Ihnen schon mal versichern, dass solche illegale Handel, wie sie geschehen sind, nicht wieder vorkommen werden. Also sprich, dass hier der Lost oder die Platz irgendwie mit Waffen beliefert werden. Zu spät. Das ist kein Stück. Problem, es kann jeder die Waffen bekommen, aber entweder alle oder gar keiner. Ja, dann lieber gar keiner. Wie viel muss ich die Woche bezahlen, genau, dass das es geschlossen bleibt? Ich habe auch immer vorher gesagt, entweder alle kriegen die Waffen abgenommen oder keiner und ihr wolltet nur, dass die anderen sie abgenommen haben. May, hören Sie. Schon sie wieder kein, falsch interpretiert. May, sie sind kein schlechter dabei. Mensch. Er ist auch sie kein Schachspieler, Breitenberg. Sie provozieren, sie verstehen nicht, sie sind ignorant und sie geben die meiste Zeit einfach nur irgendwelche dummen Aussagen der Blatz und Lost wieder. Das ist unser Problem. Kein Mensch unterstellt Ihnen, May, dass sie irgendwie gegen uns sind. Aber so wie sie reden, ist es schwierig, sie ernst zu nehmen, A. Und B, geben sie immer wieder die widerlegten Aussagen der Blatz und der Lost wieder. Und deswegen sage ich Fanboy. Warte mal, kurze Frage. Wenn sie sagen würden, dass man mich nicht ernst nehmen kann, wie ich rede. Ja, ja, ist in Ordnung. Mich nimmt man ernst, mein Freund. Moment, was sollte die Andeutung, dass man Breitenberg jetzt nicht ernst nehmen kann? Alles gut, das gehört dazu. Unterschätzt zu werden ist das Beste, was es gibt, deswegen musst du die Bulbel auch tausend Sachen verbinden. Aber Hermanos, wieso unterschätzt man überhaupt jemanden? Ich unterschätze nicht mal die Dame da hinten, Mira, die da zusammengekauert am Boden. Wartet, ob sie stirbt oder lebt, Hermano. Nicht mal sie könnte jederzeit ein Messer ziehen, Lokoton in den Hals stechen, Mirda, oder ihn als Geisel nehmen und dann nach meinem Leben trachten. Wir unterschätzen niemanden, May. Das ist der Unterschied zwischen euch und uns. Er ist offenkundig ein Anfänger und deswegen wird er nicht ernst genommen. Ist in Ordnung. Aber May, denken Sie drüber nach. Warum Sie ein Schaf sind. Aber dürfen wir hier im Gespräch mal unsere freie Meinung sagen? Weil, nur damit ich es verstehe, ich bin ja jetzt gerade dazugekommen. Gerne. Es ist korrekt, dass an Lost und Platz Waffen verkauft wurden, ne? Bestätigt, ja, ja. Bewegt euch alle mal ein bisschen. Und euer Hauptgrund ist jetzt eigentlich, dass ihr das, sag ich mal, wirklich doof findet? Und aus dem Grund sitzen wir jetzt alle gerade hier, richtig? So ungefähr. Oder was ist jetzt,
was ist jetzt eure Intention, dass ich das mal einfach mal verstehe? Wir arbeiten seit Tag 1 daran, einfach eine Chancengleichheit, die Balance herzustellen, alle Routen fair zu verteilen und die parteiergreifenden Mitarbeiter in der Justiz, Bundeswehr und Polizei zu identifizieren und aus ihren Höhlen zu locken. Wir wollen für Gerechtigkeit sorgen. Wir geben alles dafür. Also ihr könnt uns auch unsere Route abnehmen. Wir können auch alle anderen Routen erkämpfen und sie verteilen. Wenn ihr wollt, können wir auch die Familie auflösen. Gar kein Problem. Aber wieso wird offenkundiges Fehlverhalten und Korruption nicht bekämpft? Tja, stimmt tatsächlich. Also da, ich finde es halt tatsächlich auch fragwürdig, warum Lost zum Platz Waffen bekommen aus Ammunition. Müsste man halt wirklich intern mal in der Justiz klären, dass man da mal dagegen vorgeht, weil das ist tatsächlich nicht... Sinaloa auch immer. Ja, das hat nichts mit der Justiz zu tun. Jeder hat 100 Waffen dazu bekommen. Nee, ich meine ja, aber die Justiz da dagegen vorgehen, so meine ich das. Ja, definitiv. Also ich bin da schon wieder gegen vorgegangen. Ich habe schon mit den Geschäftsführer gesprochen und ihm wurde klargemacht, dass er das nie wieder machen darf. Und wenn er es tut, dann kriegt er von mir lebenslänglich. Weil müsste man ja rein theoretisch trotzdem eine Razzia bei diesen Fraktionen durchführen und die Waffen wieder abnehmen. Weil ja, das wäre eine Idee tatsächlich, aber soweit meine Infos stimmen, sind die aktuell alle zu Hause. Und nein, stimmt nicht. Die drohen gerne damit. Sie lügen, Armando. Das sind Intrigen, die sie außerhalb und innerhalb schmieden. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Die drohen damit, die Stadt zu verlassen. Offiziell überall, über alle Wege, die ihr euch vorstellen könnt. Aber wir haben mittlerweile schon wieder die Information, dass das alles geplant war und dass sie zurück in die Stadt kommen wollen, dass sie nur einen Krieg dodgen wollen mit OGs. Und als wir das ausgesprochen haben, waren sie urplötzlich wieder da. Aber ja, es spielt ja auch keine Rolle, ob sie jetzt da sind oder nicht. Die Agency, es war eine anwesend und wir haben die Razzia durchgezogen. Eben. So können wir das auch jetzt bei diesen Fraktionen machen. Aber trotz allem verstehe ich jetzt immer noch nicht, warum die Bundeswehr immer noch hier sitzt, obwohl sie mit den ganzen Sachen nichts zu tun hat. Habt ihr Dankeschön. Und erstens, Hermanos, du verstehst immer noch nicht, dass ihr diejenigen wart, die die Augen verschlossen haben. Zweitens habe ich wir gestern... Wir haben die Augen verschlossen, wir wussten nichts davon. Hermano, du warst gestern dabei, gib es doch einfach zu. Was habe ich Sentenza angeboten? Sag es ehrlich. Ja, ich hab gesagt, dass wenn wir dich rausgeben, darüber reden können. So ungefähr, also... Wieso wurde mein Angebot nicht angenommen? Wieso? Soll ich das ganz ehrlich sagen? Ja. Du hast Sentenz niedergeschlagen. Nach wann? Nachdem ihr geredet habt. 40 Minuten haben wir geredet, Hermano. 40 Minuten. Ihr wolltet nichts einsehen. Nichts, Hermano. Ich bitte euch. Naja, da aber um uns mal zu verstehen. Also ich will jetzt nur mal unsere Meinung sagen. Wir kommen zurück in die Stadt gefahren. Und da wird direkt auf uns geschossen. Zum Beispiel wurde ich direkt aus meinem Feld rausgeschossen, obwohl ich nur Zivilisten helfen sollte. Und dann haben die Medics mich wieder aufgekratzt, beispielsweise. Und die Bundeswehr wusste erstmal gar nicht, was abgeht, weil wir gar nicht involviert waren. Und dann wird auf uns selbst an unserer Dienststelle geschossen und dann haben wir halt dich zum Beispiel und deinen anderen Kollegen damit runtergebracht. Das war halt ausschlaggebende Situation. Und dann haben wir da unten bloß unser Eigenleben beschützt. Und was dann wie gelaufen ist, ist halt, ne? Vielleicht bei dir auch ein Missverständnis gewesen. Bei unserer Seite vielleicht ein Missverständnis gewesen. Aber das muss man sich auch eingestehen. Nur, man hätte es klar anders regeln können, aber es ist nun mal gelaufen, wie es gelaufen ist. Und ich finde es ja gut, dass wir jetzt hier im Kreis sitzen und drüber reden können. Ja, an sich habe ich gegen dieses Reden im Kreis auch nichts. Aber wenn man hier mit Waffen bedroht wird, die ganze Zeit mit Benzin übergossen wird, ist es jetzt nicht unbedingt das Feeling. Ja. Wo sich wahrscheinlich vielleicht, oder besser gesagt, die meisten wahrscheinlich auch wieder nicht trauen, einfach die offene Wahrheit zu sagen. Ja, nee, das ging, weil sie provozieren, sie verstehen unterschiedlich. Die offene Wahrheit zu sagen wäre zum Beispiel, ja, ihr habt recht, Bloods und Lost wurden bevorzugt, jetzt haben es ja alle zugegeben bis auf May. Provokationen ist zum Beispiel, Herr Breitenbeck nimmt keiner ernst. Kennen Sie den Unterschied oder soll ich das noch mit anderen Beispielen belegen? Ich habe eine andere Frage. Wenn wir diese scheiß Waffengewalt nicht benutzt hätten, wären sie gar nicht hier. Wir hätten dieses Gespräch gar nicht geführt. Wir hätten unsere Missverstände gar nicht bereinigen können, Hermano. Okay, Herr Bitcoin. Ich habe Sie vorhin drauf... Hörst du, Brian? Ich habe ihn vorhin eingeladen. Er hat mir nämlich eine provokante SMS geschrieben. Ob er immer noch vogelfrei ist mit einem Lachsmiley. Ich habe ihn angerufen. Ich habe gesagt, Mayor Mano, komm hoch zu meinem Haus, wir reden. Und 3 Stunden später und wie viele Tote später sitzen wir hier. Und jetzt kommt er mir mit... Wir können ja nur mit Waffengewalt. Mr. Bitcoin. Ja. Wie Sie vielleicht wissen, kam Herr May erst wieder in den Dienst. Ich habe ihn da direkt beauftragt, in den Funk 133 zu gehen, dass er auch mit Ihnen reden kann. Ja. Das war dieser Moment, wo May in den Dienst kam. Alles gut, alles gut.
Also davor hatten wir schon geredet, Romano, das weiß ich ganz genau. Ja, ja auch. Okay, das kann ich nicht wissen. Dürfte ich was gut in den Raum schmeißen? Ja, sehen Sie mal, wie wenig May ihn weiterleitet, Romano. Hat er Ihnen gesagt von der SMS, die er mir provokant zugeschrieben hat? Handelt einer von der Bundeswehr, ein Staatsdiener, handelt er so? Gegen einen Kali-Patron, Mira, gegen einen Patron von einem Kartell, was gefährlich sein könnte für euch? Er riskiert außerhalb und auch hier heute in diesem Kontinental das Leben von vielen Leuten. Und das habt ihr hier heute gesehen. Und dann wirft er mir hier vor, dass er sagt, wir können nur mit Waffen. No problem, Armano. Ich habe euch die Garantie gegeben. Keiner wird euch hier töten. Ich halte mein Wort. Ich möchte nur noch mal erwähnen, neutraler Boden. Was heißt das? Mein Herr, es ist kein grüner, neutraler Boden, wie Sie denken. Hier sind nicht mal Schlösser dran, es gibt keine Jobs, kein gar nichts. Ja, das aber haben Sie doch selber gesagt. Hören Sie zu. Das hier ist neutraler Boden. Hören Sie zu. Für uns, weil wir uns so bestimmen. Das Konzept beinhaltet, dass das Continental von einer Familie übernommen wird. Und das Konzept beinhaltet zig Funktionen, wovon noch keine einzige freigegeben wurde. Ich habe weder einen Schlüssel, noch kann ich Leute einstellen, noch sonst irgendwas. Das hier ist lediglich eine leere Hülle, was leider sehr schade ist. Sie müssen nicht damit argumentieren, dass es ein neutraler Boden ist. Und wenn Sie nicht verstehen, was der Unterschied zwischen einem neutralen Boden und einer grünen Wiese ist, ist das nochmal was ganz anderes. Die Kana, komm mal mit. Das habe ich doch nie gesagt, aber ihr sagt hier immer, okay. Das ist neutraler Boden, das ist dies, das ist das. May, am Ende, steh auf, lass die Dame sitzen. Setz dich auf den Boden. Ja, ist doch kein Thema, ich bleib auch gerne stehen. No, Armano, ich möchte, dass du dich setzt, bitte. Auf den Außerdem Boden. Wird das Continental also, Mr. Bitcoin, einer Familie... Jetzt, dass die Dame sich in Benzin reinsetzt. Wenn no, einfach auf die Couch. Setz dich an die okay, Dame. Okay. Ich kann auch da... Oh, Entschuldigung. Ich kann auch da vorne mich wieder hin... Nein, alles gut. Lori, setz dich einfach, Lori. Okay, mache ich. Wollen wir denn jetzt in dem ganzen Gespräch auf Punkt kommen, dass wir wirklich nicht mehr eskaliert? See. Ohne Sticheln, ohne irgendwas dergleichen. Wir wissen alle, wer hier sitzt. Wir haben doch alle Respekt voneinander. So nehme ich das jetzt einfach mal auf. Dass wir jetzt einfach hier einen Punkt ziehen und herausfinden, was die jeweilige Partei möchte. Und versuchen uns auf eine eigene Terrorstatus weg zu bringen. Terrorstatus weg. Wir wollen, dass die... Nur die zusätzlichen Waffen, die dazugekommen sind. Alles andere können sie behalten. Ja, es sind gerade im Gespräch. Die zusätzlichen Pistolas weggenommen werden von den jeweiligen Fraktionen. Sinaloa, Platz, Lost. Und, was noch breit im Bett? Den letzten Punkt, also den Sie jetzt gerade genannt haben, den würde ich tatsächlich, ist nur meine persönliche Meinung, tatsächlich unterstützen, dass wir da Razzia durchführen. Die Waffen einkassieren, weil das geht nicht so. Ich muss nur eben von Ihnen hören, das müssen Sie wirklich wortwörtlich sagen. Was ist denn, wenn wir den Terrorstatus nicht wegnehmen würden? Unter anderem, dass wir gegebenenfalls hier jetzt gleich draufgehen würden. Nicht nur das. Ich würde euch gehen lassen. Ich würde euch tatsächlich sogar gehen lassen. May vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber die anderen würde ich gehen lassen. Ich würde euch, während ihr auf dem Weg nach Hause seid, zuvorkommen, euch überfallen und euch alle niedermähen. Und den ganzen Tag so lange weitermachen, bis jeder Einzelne von der Bundeswehr sagt, ich möchte nicht mehr zur Bundeswehr, ich möchte zu den Ballers. Ich biete euch an, Romanus, dieser Krieg muss beendet werden. Ich meine, okay, Terrorstatus. Ich bitte euch, wir haben die ganze Bundeswehr und die PD heute und die Justiz vernichtet. Mit 12 Leuten, Romano. Mit 12, ich bitte euch. Was machen wir denn heute Abend, wenn alle Romanus wach sind, wenn wir 25 sind? Also verhandeln wir hier auf einem Punkt, wo Verhandlungsbasis ist. Also, Terrorstatus weg, Hermanos. Und wir beide sind chic miteinander. Ich kann auch nicht, eingehen, dass unsere Leute sterben. Insofern wäre es dumm von mir. Loco, pack bitte deine Waffe weg. Wäre es dumm von mir. Loco, Mierda, ich schieß dir gleich in die Fresse. Was zum Thema freie Meinung und so? Ich heb den Terrorstatus somit auf. Bleibt mir keine andere Wahl in dem Moment. Ich verstehe die Gründe, warum er warum er gemacht wurde. Ich verstehe auch die Gründe, warum sie wollen, dass er wieder weg ist. Ich denke tatsächlich, wenn wir ein gemeinsames Ziel erreichen wollen, dann müssen wir uns bemühen, die Straßen sauber zu halten. Und ich denke mal nicht, dass der erste Schritt dahingehend es wäre, weiterhin zu schießen. Dementsprechend steht meine Aussage erstmal soweit. Trotzdem werde ich jetzt nicht garantieren, dass der Terrorstatus auch immer wegbleibt und sie quasi jetzt einen Freifahrtschein haben.
Ich möchte, dass die Straßen sauber bleiben. Das wollen sie, glaube ich, genauso wie ich. Herr Bitcoin. Klar. Und Herr Breitenberg. Dementsprechend versprechen Sie mir bitte einfach nur, dass Sie das jetzt nicht ausnutzen, um noch mehr Übel zu verbreiten, sondern dass Sie weiterhin den Weg einschlagen, wie Sie es mir schon mal erzählt haben und für das, was Sie stehen, saubere Straßen. Und ja, dann ist das hier ein gebonkter Deal. Gut. Ich vertraue auf Ihre Aussage. Also ich muss ehrlich sagen, Respekt. Breitenberg, ich muss mit dir einmal reden. Spring einmal aus Kaugummi. Was machen wir mit dem Razzian, die angekündigt wurden? Die fallen dann auf, was meinen Sie? Sollen wir das ansprechen? Selbstverständlich, aber noch was, Romano. Ja. Wieso sollen wir riskieren, dass so einer wie Brooks rauskommt aus dem Bundeskanzleramt? Wieso fördern wir den nicht? Er geht auf andere Sachen ein, Romano. Bis jetzt hat er nie was getan, um uns zu schaden. Es ist dumm, wenn wir ihn fallen lassen. Ich verstehe, was Sie meinen. Ich muss das nochmal hinterfragen, weil es gab Informationen, die gegen und Informationen, die für ihn gesprochen haben. Er ist schwierig einzusetzen. Kann auch sein, dass er einfach nur versucht, wirklich objektiv zu bleiben. Ja, dann habe ich lieber einen objektiven statt einen, der negativ gegen uns aussieht. Da haben Sie recht. Ein Problem haben wir aber noch. Welches? Er möchte selber nicht mehr. Das, Armano, wir bringen ihn dazu, dass er möchte. Das sind noch Probleme. Wir fördern ihn. Gut. Alles gut, Lori, ich pass auf dich auf. Ich bin jetzt auch wieder zu stehen. Nein. Moment. Der hat mir gerade ein Benzinkanister geschenkt. Sehr gut, Armano. Hör zu. Also das betrifft natürlich auch die Razzien, die bei uns bevorstehen. Die werden ja natürlich fallen gelassen. Das bezieht sich ja auch auf den Terrorstatus. Das heißt, wenn ihr hier rausgeht, sind wir rein mit der Bundeswehr, Polizei und der Justiz. Ist das korrekt? Soweit, Mr. Bitcoin, könnte ich da noch einen Vorschlag machen? Natürlich, welchen? Sie wollen, dass Gleichberechtigung herrscht. Genau. Somit würden wir einmal, wenn das genehm wäre, in Ihre Waffenkammer gucken. In die anderen Waffenkammern natürlich auch, sodass jeder die gleiche Anzahl an Waffen hat. Mr. Bitcoin? Sie? Ich finde, das ist fair. Ja, ich habe kein, Hermano, ich habe kein Problem damit. Wir haben vielleicht 5 oder 6 Waffen. Hermanos, wir machen das selber immer so, dass wir nicht gucken, dass wir zu über viele Waffen haben. Was bringt uns das denn? Ich meine... Dann haben wir wahrscheinlich doch irgendwelche einzelnen Leute in Autos, Masken... Nein. Ich sag Ihnen was. Sie glauben, wir sind permanent auf den Routen. Er glaubt nicht nur das, er glaubt permanent, was wir sagen, dass da immer eine Falle hintersteckt, Romano. Du denkst, dass es diese ganze Sache einen Haken hat, May? Der einzige Haken, der hier ist, mir, ja, da bisher, ist dort hinten und da kannst du deine Jacke aufhängen. Das Problem ist, dass alles, was ihr gesagt habt, irgendeinen Haken hat. Okay, May, ich mache Ihnen ein Angebot. Situation. Ja, nehmen Sie alle Fahrzeuge, die im Privatbesitz des Kali-Kartells sind. Alle Fahrzeuge, wir schenken Ihnen alle, verlassen Sie dafür die Bundeswehr. Ja. Okay, ich bin dabei, Mira. Ich bin dabei. Und wir können, hör zu, wir holen uns Hilfe von oben. Warte, May. Wir holen uns Hilfe von oben. Jeden einzelnen Kofferraum. Alle Privatbesitze. Und bei Gott, Mira, wenn du mehr als 15 Waffen findest, bei uns allen zusammen von 25 Leuten, ich löse mein Kali-Kartell auf. Halt deine Fresse, du Stück Scheiße! Halt deine Fresse! Halt deine Fresse! Ich löse mein Kali-Kartell auf. Los, lass deine Hosen runter. Du bist ein Mann? Dann los! Jetzt ich löse mein Kali-Kartell auf und du trittst von der Bundeswehr zurück. Was sagst du, Armano? Was sagst du, du Stück Dreck, du? Gut, dann halt deine Fresse. Freddy, ich weiß, wie das Kali-Kartell ihre Waffen verteilt. Und soweit ich weiß, weil der Stand noch aktuell ist, kriegt jedes Mitglied eine Ausstattung. Und das war's. Das war's. So sieht's aus. Und deswegen laufen auch vereinzelt Leute von uns ohne Waffen rum und wir müssen dann zu anderen Familien, die für uns produziert haben und nochmal Waffen abholen wie gestern Nacht. Das ist auch ein Geheimnis, das weiß mittlerweile jeder und wir machen das mit Absicht so. Es geht darum, wir schützen die Route näher. Wie gesagt, es ist kein Geheimnis. Und wir arbeiten auch nicht. Keiner vom Kali-Kartell arbeitet auf den Routen. Keiner. Andere Familien machen das. Sie geben uns im Vertrauen mal Waffen ab, mal nicht. Wir brauchen keine Waffen. May, der Unterschied zwischen Ihnen und Mr. Bitcoin ist, Mr. Bitcoin kann die Hosen fallen lassen und sein Wort halten und Sie nicht.
haben sie eben gerade offenbart. Also wie gesagt, ihr könnt jetzt sofort unseren gesamten Privatbesitz und unseren Familienbesitz durchforsten, alles beschlagnahmen, alles haben. Ich bin mit offenen Karten. Also ich sag jetzt erstmal, finde ich gut, dass ihr das so offen sagt zu uns und dass wir es machen dürfen. Plus Träger des Gesprächs bin ich der Meinung, ist es jetzt nicht, weil wir ja die Razzia nicht bei euch eigentlich durchführen wollten. So wie ich es jetzt aufgenommen habe, klar, wir wollen bei euch in die Waffenkammer reingucken, wie Herr Leser gerade erwähnt hat, aber bei uns ist ja eher gerade gestaffelt, dass man lieber bei dem Lost zum Platz reingucken, weil die haben jetzt sehr viele Waffen bekommen. Auf einer Tatsache her, wo man ehrlich sagen muss, fraglich, dass sie es hätten überhaupt bekommen dürfen. Da hat man wirklich korrupt gehandelt in der Hinsicht und da müssen wir das Augenmerk drauf legen. Und euch ist jetzt der Bitcoin. In der Hinsicht jedenfalls rausnehmen. Was ist denn, wenn wir zu diesen Familien gehen, die vielen Waffen angeblich bekommen haben und da ist nichts drin? Wie verfahren wir dann? Ich kann euch zu 100% sagen, diese Waffen existieren. Zu 1000 Millionen %, es wurde bestätigt, Romano. Warten Sie, Brooks, die Justiz weiß es. Die Justiz weiß von den 100 Waffen, weil wir haben die Informationen von der Justiz. Von wem, wenn ich fragen darf? Ist egal. Der Verteidigungsminister arbeitet doch da. Und dann wird mir die Korruption unterstellt, perfekt. Brooks, ich habe mich in Ihnen getäuscht, Sie sind ein guter Mann. Und Sie sollten garantiert nicht Ihren Posten aufgeben wollen. Sie. Und wenn die beiden gehen, dann haben wir noch ein Wörtchen mit ihnen zu reden, denn es trachtet jemand nach ihrem Job. Okay. Hat sich eigentlich schon erledigt, Mr. Bitcoin. Ich habe die SMS abgeschickt. Gut, dann trachtet ab jetzt niemand mehr um ihren Job. Alles klar. Dann haben wir jetzt alles geklärt, Romanus? Ich habe immer noch keine Antwort auf meine Frage. Welche? Was machen wir dann, wenn dort keine Waffen drin sein sollten? Ich kann Ihnen was sagen. Die Bloods und Lost, die sind sehr gut darin, Vorkehrungen zu treffen. Besonders gut darin. Sie können keine Vorkehrungen treffen, wenn wir im Anschluss an dieses Gespräch direkt dorthin fahren, können Sie keine Vorkehrungen treffen. Höchstwahrscheinlich sind Sie gerade dabei, alles umzulagern. Also, aus unserer Erfahrung kann ich Ihnen sagen, ich habe mal einen Satz für einen Kriegsvertrag ausformuliert und der wurde schon auf der Gegenüberseite schon dementiert. Ohne, dass jemand was wusste. Ja, also, die beiden haben recht, das Sven. Also, in der Hinsicht haben die beiden recht. Hatten wir ja auch schon das Vergnügen, wenn wir ja alle wissen, von was wir gerade reden. Richtig, tun wir. Genau. Also, das ist Fakt. Das hatten wir bei einer Razzia schon mal bei den. Brauchen wir nie weiter drüber reden, das ist Fakt, dass das genauso passieren wird. Nachweislich ein Fakt, richtig. Gut. Ich würde sagen, ihr... Sie sind da einen Meter voraus, wa? Packt eure Sachen und fährt los. Ja, die haben scheinbar Wahrsager. Gut. Dann freut es mich, dass wir doch noch einigermaßen eine friedliche Lösung finden konnten. Es sind zwar leider zu viele Leute an diesem heutigen Abend durchlöchert worden. Aber ich bin mal positiv voraus und hoffe tatsächlich, dass es in der Zukunft nicht mehr so sein wird. Brooks, wir sind ja eine Fraktion, die nur nach Anweisungen agiert. Das weiß ich, alles gut, alles gut. Wenn Sie uns keinen Befehl bzw. kein Schriftstück zusenden mit dem Razzien-Durchsuchungsbeschluss, was auch immer, können wir nicht agieren. Das wissen Sie, ne? Richtig, ich muss das auf jeden Fall noch mit dem Justizminister absprechen, weil ich das ja auch nicht... mache, sondern dafür gibt es extra Leute. Ich bin nur die Person, die sagen kann, wenn es zu weit geht, stopp. Und das habe ich jetzt. Gut, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich erstmal an der Stelle. Alles klar. Wenn was sein sollte, rufen Sie mich an. Klar. Und dann bedanke ich mich für die Gastfreundlichkeit. Herr Breitenberg, sehr schönes Hotel haben Sie hier übrigens. Ist nicht mein Hotel, ich habe es abgegeben. Ach so, okay. Gehört nicht Ihnen. Okay. Nein, ich habe es abgegeben und wenn es fertig ist, wollte ich es eigentlich Lost schenken, dafür, dass sie ihre letzte Route verlieren. Aber jetzt geht es wohl an die Hustlers. Nur fürs Protokoll. Diejenigen, die 100 Waffen bekommen haben, waren Sinaloa-Kartell, Losts und Bloods. Okay. Alles klar. Also jeweils 100 oder 100 jeweils aufgeteilt? Jeweils 100, Romano. Schön wär's. Aufgeteilt. Okay, weiß Bescheid. Danke sehr. Muchas gracias. Auf Wiedersehen. Adios. Schönen Abend noch, ne? Viel Spaß.